Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nenne das Ganze jetzt mal Wednesday Talks, weil die Playlist heißt so. Und wir machen das übrigens auch immer an einem Mittwoch, deswegen herzlich willkommen. Erstmal zur Einleitung. Worum geht es denn heute überhaupt? Ich wollte tatsächlich schon lange ein Video zu diesem Thema machen, wusste aber immer nicht, wie ich am besten anfange, hatte keinen richtigen Aufhänger. Und jetzt hat sich aber eine Situation geboten, wo ich dachte, ich glaube, das ist jetzt der absolut richtige Moment dafür. Ich werde später noch ein fiktives Beispiel nennen, eine fiktive Geschichte erzählen. Und damit sich halt einfach niemand angegriffen fühlt. Wie immer ist das Ganze meine Sicht der Dinge. Also wenn ihr kommentieren möchtet, wenn wir diskutieren möchten wollen in den Kommentaren, dann bleibt auf jeden Fall sachlich. Das wäre nämlich sehr nice. Ich erzähle euch ja immer auch in den Vlogs, wie wichtig es ist, bei Verletzungen eine Pause zu machen. Bei Knieschmerzen, bei Shinsplints, zum Beispiel einfach zum Arzt zu gehen und mal abklären zu lassen, was geht da eigentlich überhaupt gerade vor. Und ja, jetzt kommt diese fiktive Geschichte oder auch ein Märchen, wenn man so möchte. Der gute Herbert, wir kennen ihn alle, möchte die Regenbogenstrecke laufen und damit er das auch schafft, bereitet er sich sehr, sehr gut dafür vor. Während des Laufes, vor dem Zieleinlauf, bekommt er von einem Bären 1 auf die 12 und dann hoppelt er auch noch irgendwann ein Hase vorbei und er verrenkt sich dadurch den Kopf, weil der einfach so schön war und seinen Kopf quasi einmal um 180 Grad gedreht hat, weil er ihm einfach hinterher schauen möchte. Also Blessuren hin oder her, Herbert möchte diesen Lauf zu Ende bringen und das macht er auch. Ist jetzt zwar nicht so nice mit den dazugekommenen Verletzungen, aber egal. Was muss, das muss. Oder? Am Ende finden es alle super, super cool, dass Herbert trotz dem Bärenkampf und dem verrenkten Hals doch noch das Ende der Regenbogenstrecke gefunden hat. Darüber gibt es dann einen Trailer für einen Film, in dem gesagt wird, coole Aktion, heftig, weiter so und wenn ihr Details wollt, dann guckt einfach den ganzen Film in 3 Stunden Länge. Wir springen mal zurück in die Realität, wenn ihr mir bis hierhin noch folgen konntet. Oft werden Dinge angesprochen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Zum Beispiel Kreuzheben ist schlecht für den Rücken, vegane, pflanzliche Alternativen zu Fleisch sind schlecht für die Haut und einfach ungesund. Oder eben Verletzungen oder mit Verletzungen weiterzulaufen, ist eine Stärke. Manchmal wird es dann in dem besagten Film weiter ausgeführt, aber den guckt ja nicht jeder und deswegen bleibt es einfach erstmal so im Raum stehen. Also Thema Verletzungen und Laufen. In Kombination auf jeden Fall wild, aber eher auf so eine nicht so gute Art und Weise. An dieser Stelle einmal der kurze Rat. Lieber nicht machen, aber das passt natürlich nicht allen. Wer hätte das gedacht? Da melden sich natürlich die Läufer, die ungefähr 5-mal in der Woche einen Marathon laufen oder 15-mal 30 Kilometer für einen Marathon laufen müssen im Training oder auch die, für die das Leben sowieso zu 110% aus Leistung besteht. Im Sport, privat, auf der Arbeit, eigentlich überall. Ob das jetzt Hobby- oder Profisportler sind, ganz egal. Diese Gruppe von Personen bin ich dann wahrscheinlich jetzt das Paradebeispiel von zu faul, nicht ehrgeizig genug, nicht zielstrebig, solche Dinge. Aber David Goggins sind sie irgendwie auch nicht, weil der hätte gar keine Zeit, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Irgendwie wirken die alle nach außen hin genauso tough wie er. Er läuft mit einem gebrochenen Fuß weiter, ihn kümmert's nicht, Hauptsache er zieht sein Ding durch. Aber die Leute, die mich dann als weniger ehrgeizig bezeichnen, wollen dann irgendwie Mitleid dafür haben, wenn mal was passiert an Verletzungen beim Lauf, obwohl das ja eigentlich das Mindeste ist, beim Laufen die Grenzen zu überschreiten. Ich verstehe es irgendwie nicht mehr. Und bevor sich jetzt jemand beschwert und sagt, dass man Profisportler würdigen muss für das, was sie leisten, this is your moment. Bitteschön. Worum es mir halt eigentlich geht, ist, klärt die Leute gleich auf. Der Kontext bei solchen Aussagen wie Kreuzheben ist schlecht für den Rücken oder mit Verletzungen weiterlaufen, boah, was für eine Stärke, ist halt schon gefährlich, gerade für Hobbysportler oder besonders auch Laufanfänger. Hier nochmal kurz schwarz auf weiß. Es ist keine Stärke mit einer Verletzung weiterzulaufen. Weil Schmerzen sind ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ein Signal dafür, dass etwas nicht stimmt. War das so? Natürlich sind alle längeren Extremläufe nicht gesund. Theoretisch ist auch ein Marathonlauf nichts Gesundes. Beziehungsweise kann immer nur etwas zur Gesundheit beitragen. Eine Sache per se kann nicht gesund oder ungesund sein, sondern zur Gesundheit beitragen. Und Ultraläufe und Marathonläufe tragen jetzt nicht besonders zur Gesundheit bei. Was aber irgendwie noch für mich viel schlimmer ist, solche extremen Belastungen und lange Läufe mit gesundheitlichen Problemen zu laufen und dann zu sagen, boah, was eine Leistung, stark. Das sehe ich halt ein bisschen anders. Man geht ja auch nicht zur Arbeit und sagt, ey cool, dass du heute mit einer Magen- und Darmgrippe den ganzen Tag durchgearbeitet hast, richtig nice. Man sagt, geh nach Hause, kurier dich aus. Entspann dich und komm bitte gesund wieder. Aber ich habe das Gefühl, im Sport wurde diese Ausfahrt irgendwie nie genommen. Kommen wir zurück zu Herbert. Herbert macht sein Ding. Herbert könnte von mir aus auch mit Einhörnern kämpfen, das ist mir komplett egal. Herbert sucht sich die Regenbogenstrecke ja selbst aus. Er könnte zum Beispiel auch einfach Bohnen um die Wette pflanzen oder Marktschreier werden. So viele Berufe,
Aber nein, er möchte die Regenbogenstrecke. Es geht darum, sich beim Thema Verletzungen und Laufen nicht an Herbert zu orientieren. Also Leistungssportler und alle, die sich auch selber gerne so nennen. Oder auch so tun, als wären sie welche. Weil für solche Leute kommt dann zum Beispiel auch Druck von Sponsoren, wie zum Beispiel der Tageszeitung für Grizzlybären. Genau, das ist unser Sponsor in diesem Märchen. Der übt dann Druck auf Herbert aus, dass er doch bitte diesen Lauf laufen soll. Ob er jetzt mit Bären, Einhörnern oder Hasen kämpft. Das ist der Tageszeitung für Grizzlybären eigentlich komplett egal. Aber wir verstehen das nicht. Wir Hobbysportler, wir verstehen die Profis einfach nicht. Der Hauptsponsor von Herbert ist also diese Tageszeitung. Und dieser Sponsor ist sauer, wenn Herbert nicht mit Verletzungen laufen möchte. Cooler Sponsor. Let's go. Let's go. I guess. Wir stecken einfach nicht drin im Elite-Game. Wir laufen hier nur den Waldlauf mit und nicht die Regenbogenstrecke. Ich würde sagen, erst mit einer Verletzung, auf die man gewaltig draufläuft, ist man erst ein richtiger Sportler. Alles andere ist eh nur so halbgarer Anfängersalat. Peinlich. Aber wenn sich die Menschen unbedingt Druck machen wollen, let's go. Let's go. Wenn Läufer, vielleicht auch in eurem Umfeld, sich einfach nicht davon abbringen lassen, dann lasst ihr einfach machen. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Das ist so ein richtiger Elternspruch. Aber in diesem Fall trifft es leider zu. Wenn man das nicht in Ordnung findet und etwas dagegen sagen möchte, dann ist das okay. Sich von anderen einreden zu lassen, dass so an den Start zu gehen oder so weiterzulaufen okay ist, ist halt nicht okay. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Das muss ja nicht jeder so sehen. Anerkennung dafür zu bekommen, dass man mit einer Verletzung während dem Lauf einfach weitergelaufen ist, obwohl es eine ernsthafte Gefährdung für die Gesundheit darstellen könnte. Trotzdem weiterlaufen, weil eventuell die Sponsoren nicht so Bock drauf haben könnten, dass man halt durch eine Verletzung abbricht. Ja, also das ist schon, das ist verrückt. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Tatsächlich schon. Klingt halt alles so ein bisschen wie Schokolade mit Spargel. Genau, nicht so nice. Und wenn so eine Story veröffentlicht wird, dann finde ich es wichtig, darüber zu sprechen und spreche auch gerne darüber, dass nicht der falsche Eindruck vermittelt wird, dass das als Stärke beim Laufen bezeichnet wird. Und nein, das war kein Rundschreiben für Hochbegabte, das war einfach öffentlich auf Social Media. Und ich finde, dann kann ich auch gerne öffentlich etwas dazu sagen. Ja, die ganze Geschichte, lange Läufe, extrem harte Läufe, Marathonläufe, was auch immer, das sind alles tolle Leistungen, wenn man das schafft und wenn man dafür trainiert hat und das dann auch beendet. Keine Frage. Aber der Punkt mit den Verletzungen, da bin ich halt echt raus. Aber aus deren Sicht, aus der Sicht der Profis und Elite-Läufer, greift man sie natürlich an und möchte sie in ein schlechtes Licht rücken. Dabei möchte ich ja einfach nur erzählen, dass es nicht immer in Ordnung ist, was vielleicht hinter den Kulissen im Profisport so abgeht. Aber ist es uns denn wirklich neu, dass im Profisport nicht immer alles gesund abläuft? Ich glaube nicht. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass man das ein oder andere einnimmt vor dem Lauf, ob man mit Schmerzen weitermacht, ob man unterernährt ist. Da gibt es so viele Dinge, die im Profisport definitiv nicht richtig laufen. Aber Profisport ist auch Leistungssport und der hat nun mal gar nichts mit Gesundheit zu tun. Es gibt auch vor diversen Marathon-Events so viele Leute, die Dinge tun, die tatsächlich moralisch sehr verwerflich sind, die aber einfach traurigerweise gang und gäbe sind. Und warum? Um schneller zu werden, um besser zu werden. Und dafür setzt man natürlich mal seine Gesundheit aufs Spiel. Warum auch nicht? Weil ein Klaus seinem Nachbar beweisen möchte, dass er 5 oder 10 Minuten schneller beim Marathon gelaufen ist als letztes Jahr? Ja, die Profis, man muss sie mögen, sonst ist man einfach nur neidisch. Und dann der gute Ruf, um Himmels Willen, der darf doch bitte nicht zerstört werden. Da wird einem dann hintenrum ein super schlechtes Gewissen gemacht, wie man denn über sie reden könnte. Da hast du mich leider an einem Tag erwischt, wo mir das emotionale Einschüchtern komplett egal ist. Ich werde meine Meinung auf jeden Fall nicht ändern und weiterhin darüber sprechen, wie wichtig es ist, nicht mit Verletzungen zu laufen, nur weil jemand vertuschen möchte, wie schädlich das Ganze eigentlich ist. Um dann zu verdrehen, dass es voll cool ist und voll stark ist. Da bekommt man erstmal schön schlechtes Gewissen eingeredet, wie man denn die Sportler nur kleinreden könnte. Dabei ging es mir nie um die Sportler. Es geht mir einfach darum, dass man ein Statement setzt, nicht mit Verletzungen laufen zu gehen. Und dass man sich auch vor allen Dingen nicht von diesen Leuten versucht einschüchtern zu lassen, nicht mehr darüber zu sprechen. Weil auf meinem Kanal geht es darum, Spaß am Laufen zu haben, sich nicht zu verletzen für Zeiten, für eine Pace. Das ist einfach etwas, was mir sehr wichtig ist, was ich früher vernachlässigt habe und was ich heute Menschen mit auf den Weg geben möchte, dass sie genau das nicht tun sollen. Wir haben nämlich keine Sponsoren, wir laufen für uns. Und das ist ein völlig falscher Eindruck, den wir da vermittelt bekommen. Ich finde es halt nicht vorbildlich oder stark. Ich finde es nämlich sehr naiv und kurzsichtig irgendwo auch. Aber ist ja nur meine Meinung, Freunde. Bei Shinsplints habe ich zum Beispiel auch schon mal 3-4 Wochen pausiert und das ist doch das Einzige, was man tun sollte. Bei diversen Läuferverletzungen sollte man natürlich erstmal zum Arzt gehen und das abklären lassen. Wenn man wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme bei einem Lauf hat, dann ist es einfach vernünftig, diesen abzubrechen. So habe ich das zum Beispiel leider auch in China machen müssen. Mir war schwindelig.
ich habe Übelkeitsgefühl gehabt und ich habe einfach gemerkt, mein Körper ist nicht in der Form, jetzt einen Marathon zu laufen. Klar ist es was anderes, wenn man das hauptberuflich macht und einen Sponsor hinter sich hat, aber ist es richtig, den Eindruck zu vermitteln, dass das was mit Stärke zu tun hat? Und die haben mir den Eindruck vermittelt, dass es eigentlich eher wichtig ist zu sagen, wie cool das Ganze eigentlich überhaupt war, dass man durchgehalten hat, anstatt den Teaser so zu schreiben, dass man auch eine Warnung hinschreibt, dass es nicht gesund ist, als Hobbysportler oder als Sportler allgemein nicht mit solchen Verletzungen weiterzulaufen. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, ob das jetzt Sportler Hans, Dieter, Klaus, Sibylle, Annette, das ist mir wirklich komplett egal. Es geht einfach darum, dass man solche Aussagen nicht einfach im Raum stehen lassen sollte, dass man da immer sagen sollte, hey, es handelt sich hier um Profisport, irgendwas in die Richtung. Dass man da einfach keine, ja, fast schon ungesunden Handlungsempfehlungen weitergibt an Hobbyläufer, Laufanfänger, einfach an jede Art von Läufer. Und das wollte ich einfach nur damit gesagt haben. Und vielleicht stimmt ihr mir zu, vielleicht auch nicht. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr zu dem Thema denkt. Also schreibt das gerne in die Kommentare. Ich weiß ja nicht, wie viele Katzenleben ihr so habt. Ich habe nur diesen einen Versuch und den möchte ich nicht beim Laufen draufgehen lassen, weil mein Ego zu groß ist.